Wolfgang Oberascher, KDZ, heute bei uns auf der Municipal Trends. Sie haben heute mit einem sehr spannenden, aber auch sehr nachdenklich stimmenden Vortrag den Tag gestartet. Es geht um die finanzielle Situation der Gemeinden. Wie würden Sie die kurz zusammenfassen? Ja, kurz zusammengefasst ist es durchaus ernst. Ja. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich auch mit der tatsächlichen Realität auseinandersetzt. Ja, nichtsdestoweniger, glaube ich, gibt es doch natürlich nur Möglichkeiten, Optionen, in diesen schweren Zeiten sag ich mal, Wege zu finden, ja, Potenziale zu finden, Synergien zu finden, sag ich mal, um diesen groben Auswirkungen eben der letzten Corona-Jahre und dergleichen entgegenzuwirken. Ja. Welche Gestaltungsmöglichkeiten haben denn die Gemeinden dann noch, wenn ihnen einfach das Geld ausgeht? Ich meine, ich glaube, der erste Schritt ist einmal, sie wirklich tatsächlich mit der eigenen finanziellen Situation auseinanderzusetzen. Also diese Transparenz zu schaffen, wirklich zu wissen, was ist mein eigenes Budget, was ist meine Haushaltssituation. Gestaltungsmöglichkeiten gibt es sicherlich auch in der Kooperation, ja, in Synergien mit vielleicht der Nachbargemeinde, mit Kolleginnen und Kollegen aus der Region. Da gibt es auch gute Beispiele dazu. Also ein Beispiel aus Oberösterreich, eine Bauhofkooperation beispielsweise, ne, wo sich vier Gemeinden einen Bauhof teilen und dadurch tatsächlich wirklich Kosteneinsparungen realisieren können. Ja. Ja, wir haben es ja dann auch bei der Podiumsdiskussion gesehen. Gerhard Riegler zum Beispiel hat gemeint, dass man früher viel mehr mit Rücklagen gearbeitet hat und jetzt alles mit Darlehen, Finanzierungen macht. Ja, aber diese Rücklagen gibt es halt einfach nicht mehr. Wie kann man wieder wieder zu diesen Reserven kommen? Ich meine, ich glaube, ein anderer Kollege oder der Kollege aus Amstetten hat es auch angesprochen. Ich glaube, man muss schon kritisch sich selbst auch in den Spiegel schauen. Ne? Es ist vielleicht nicht mehr all das möglich, was in der Vergangenheit möglich gewesen ist. Ja? Und man muss sich wirklich auf diese Kernkompetenzen der Gemeinde konzentrieren, wieder rückbesinnen auch. Ne? Weil das haben wir schon auch gesehen, dass in manchen Fällen die Mittel auch sehr umfassend eingesetzt worden sind. Ne? Und jetzt muss man sich rückbesinnen, einerseits, andererseits wird es nicht immer allein für die Gemeinde oder allein aus Kraft der Gemeinde möglich sein. Ja? Also das sind so strukturelle Faktoren auch, die da mitspielen, die Vergangenheit, die mitspielt. Und es wird einfach ein gemeinsamer Kraftakt sein müssen, sage ich mal, zwischen Gemeinde, Stakeholderinnen der Gemeinde, Länder und Bund. Was der Privatwirtschaft oder der Wirtschaft im Allgemeinen ein bisschen abgeht aktuell, ist das Thema Rechtssicherheit. Viele der angekündigten Maßnahmen kommen dann nicht oder kommen verwässert oder kommen verschärft. Wie sehen Sie das für die Gemeinden? Ist das auch da, dass diese Rechtssicherheit im Umgang mit den eigenen Budgets, dass da genauere Spielregeln braucht? Ich meine, die Spielregeln sind ja gesetzlich bis zu einem großen Ausmaß sehr gut definiert. Ja. Also das ist eigentlich sehr klar, was die finanziellen Spielräume der Gemeinden, der Länder sind, wie auch die Mittelverteilung beispielsweise. Ne. Es ist natürlich so, additive und zusätzliche Mittel wie jetzt beim Zukunftsfonds, da fehlt es jetzt tatsächlich nur in der, sag ich mal, finalen Ausgestaltung, welche Mittel dann tatsächlich in welchem Ausmaß auch an die Gemeinden gehen, vor allem auch direkt an die Gemeinden gehen. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, wie es der jetzige Gesetzestext vorsieht, es wird eine weitere Umverteilung über die Länder erfolgen, weiß man halt natürlich auch nicht, wie sind dann die schlussendlichen Ausgestaltungen, wie die dann aussehen in den einzelnen Bundesländern natürlich. Wenn Sie sagen, es gehen den Gemeinden teilweise das Geld aus, ist das schon dieser Wohlstandsverlust, von dem wir jetzt in den Medien immer wieder gehört haben? Droht uns der jetzt? Ich meine, Wohlstandsverlust würde ich es vielleicht jetzt nicht direkt bezeichnen. Ich glaube, wir müssen uns schon im Klaren sein, in Österreich leben auf einem sehr hohen Wohlstandsniveau. Na, das liegt natürlich an der guten Arbeit der Gemeinden in der Vergangenheit. Tatsächlich von einem Wohlstandsverlust oder tatsächlich eklatante Leistungskürzungen, ja, sind in der Vergangenheit noch nicht, Gott sei Dank, noch nicht in dem Ausmaß notwendig gewesen, wie sie vielleicht in Zukunft notwendig sein werden. Ja. Also so dramatisch würde ich es jetzt noch nicht formulieren. Na, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und vielen Dank auch für die spannende Analyse. Besten Dank, danke für die Einladung.